Hallo, ja. Andrea Nahles wird als neue Bundeskanzlerin gehandelt, als Bundeskanzlerin-Kandidatin für die SPD. So richtig viel interessieren tut mich das nicht, weil wir wissen ja auch gar nicht, ob das so bleiben wird bis zur nächsten Bundestagswahl. Und was scheren mich die Personalprobleme oder die Personalfragen der SPD? Ich möchte trotzdem sagen, was ich denke, wie das strategisch untermauert sein sollte oder was dann auch strategisch aus meiner Sicht die SPD im Hinterkopf haben sollte. Ich denke, da die Andrea Nahles zu den Koalitionsverhandlungen sich so ein bisschen zur Galionsfigur der GroKo gemacht hat, ist das jetzt eine Art Verpflichtung, die GroKo aus Sicht der SPD-Wählerschaft zu einer erfolgreichen Koalition zu machen. Entweder das oder die GroKo vorzeitig aufzukündigen. Vielleicht werden wir genau das erleben, dass wir dann in etwa einem Jahr angekündigt bekommen, dass es Neuwahlen geben wird, weil die GroKo das nicht leisten kann, dass sie ein inhaltlich Politik umsetzt, die SPD-nah ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass die SPD versucht, dieses Jahr zu nutzen, um ihre Neuaufstellung präsent zu machen, um ihren Sinneswandel bekannt zu machen und dass man dann vielleicht sogar schon damit rechnet oder geplant hat, dass man die Koalition dann in einem Jahr platzen lässt, weil die inhaltlichen Differenzen zu groß sind. Oder die andere Möglichkeit, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, ist, die Koalition wird wirklich sehr erfolgreich aus Sicht eines SPD-Wählers. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt, was passieren kann, wenn Andrea Nahles Bundeskanzlerin-Kandidatin bleiben soll, bis es zur Bundestagswahl kommt. Ansonsten müsste sich die SPD noch mal nach neuen Kandidaten umschauen, wenn sie eine realistische Chance haben möchte, gewählt zu werden. Das ist einfach meine Einschätzung. Wie gesagt, mich interessiert das alles gar nicht so sehr. Ich denke, das inhaltliche Statement der SPD ist einfach, dass die GroKo erfolgreich werden wird. Und dass, wenn sie es nicht wird, dass man nicht zimperlich sein wird, die GroKo fallen zu lassen. Da wird Andrea Nahles sogar ein großes eigenes Interesse dran haben, falls das nicht so gut läuft oder sollte sie haben, um dann positiv gestärkt in die Wahlen hineinzugehen. Ich weiß nicht, inwieweit sich die Union das gefallen lässt. Ich denke, da kommen, wenn einen so etwas interessiert, spannende Zeiten auf uns zu. So ein Hickhack innerhalb der Koalition. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, euer Netzkaiser.